So. Dann haben wir das auch erledigt. Noch ein bisschen mehr Rüstung. Alter. Das Ding haut ja ganz schön rein. Mein Schwertchen. So, ich muss hier lang. So wie mir der Pfeil weist. Laufen wir natürlich hier lang. Nicht, dass wir uns hier verlaufen. Wäre ja auch nicht unbedingt von Vorteil. Ah, werden schon besser. Die Schläge, natürlich. Ah, so weit ist nicht mehr. Sind wir ja gleich dort. Erfahrungspunkte haben wir auch ein paar gewonnen. Und eine Truhe gefunden. So, ein Kurzschwert. Nichts Besonderes. Oh. So. Dann haben wir da auch noch was Besseres gekriegt. Wäre mal cool, wenn wir bald mal alles ausgerüstet hätten. Dann wäre das schon um einiges geiler. So, Leute. Hau ich mal. So. Auch noch. Da wartet auch noch einer rum. Aber nicht mehr lange. Auch noch. Jetzt. Yes. Schon ist vorbei mit ihnen. Da ist ja auch noch. Da sind ja noch ein paar solche Unholde. Auch wenn die kaum noch Erfahrungspunkte für uns gibt. Wir brauchen ja doch schon 23.000 Erfahrungspunkte. Aber das kriegen wir, glaube ich, noch nicht langsam hin. So, du auch noch. Dann ist hier Ruhe im Gebälk. So, wo muss ich jetzt hier lang? Ich glaube, ich habe mich schon wieder maßlos verlaufen. Da steht auch noch ein bisschen Gesocks rum. So. Gut, dass wir immer so gut erkunden. Dann finden wir auch einiges. Wie diese Truhe, die schon offen ist. Bringt diese Monster hier dazu, uns anzugreifen. Wissen sie nicht, dass sie in ihr Verderben rennen? Nee, das wissen die wohl nicht. Sonst würden sie es ja nicht machen. So. Ja, auch noch. Ja, du kotzt nicht lang. Ist ja schön, dass wir jetzt Gelehrten haben, dann ist uns nicht ganz so langweilig unterwegs. So. Muss ich mal kurz gucken, wo es hier lang gehen könnte. Hier glaube ich so rum. Hm. Natürlich wieder die falsche Abzweigung gewählt. Im Zweifelsfall renne ich immer verkehrt. Glaube ich zumindest. So. Es sind auch noch ein paar Jungs. Verpeschen wir mal mit Freuden. Hier kommen noch welche. So. Auch noch. Kommt her hier. Ich muss hier aufräumen. Großputz in Diablo 3. Wir machen die sauber. Wohl oder übel. Nochmal. Auch noch. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? So. Irgendwo hier muss doch reingehen. Ach, da ist der Weg. Hab grad eine ekelhafte Spiegelung im Monitor gehabt. Da sieht man nicht gleich unbedingt die Map. So, fuck. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Hm. Da müssen wir wohl irgendwann nochmal rein. Laufe ich jetzt noch nicht.
Rin ist jetzt nicht unbedingt auf meinem Weg. Oder vielleicht doch. Wo geht's denn hier lang? Ah. Navi wäre geil. Ich hab nur drei Navi. Für leichteres zurechtfinden. Ah, hier ist das Tor. Hier geht's raus. Dann dürfte man ja eigentlich eh bald dort sein. Über die schöne Brücke, übers Wasser. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Dann suchen wir mal das schöne Schwert. Wow! Mein nettes ist hier. So. So, mal wieder Gegner nach meinem Geschmack. Wieder auch mal ein bisschen Erfahrungspunkte bringen. Für ein neues. Das riesige, schwerfällige Biest gedeiht im Grasland oder im Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. Greift uns hier voll der Baum an. Hier noch einer. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Ist ja toll. Trotzdem haben sie uns so angegriffen, wohl oder übel. Also sind wir wie ein Narr. So. Nette Tierchen. Oh, noch ein Baum. Hier muss natürlich auch gleich mal dran laufen. Jetzt mal eine Blätter. So. Gern genommen. 13 Rüstung. 41. Noch ein paar Tränke. Ah, stärkerer Trank. Schwacher Trank. Geringer Heiltrank. Aha. Ja, ja. Aber nichts Interessantes für uns. So, wir machen alles klein, was wir auch finden. So. Was ist denn hier alles Schönes? Hier ist ein Dorfbewohner. So, schönes Metzel und nicht nur ein Dorfbewohner. Hier auch noch. Schwarz und Bau. So, helft hier mal, Junge. Ich bin schwer verletzt. Oh, der Baum hat mich vergiftet. Na super. Tötet mich hier. So, ihr Held wurde getötet. Ihr Held wird am nächsten Speicherpunkt wiederbelebt, wenn er stirbt. Ab Stufe 10 nehmen Rüstung und Gegenstände jedes Mal Schaden. Aha, gut zu wissen. Dass dann meine Gegenstände schön langsam kaputt gehen. Das ist aber doof. Hab mich das Mistding einfach vergiftet. Das gibt's ja nicht. Na gut, das erste Mal verreckt. Kommt vor. Kommt vor. So. Lauf ich mal hier mal in die Mitte. Mal gucken, was hier so ab. Wow. So, hier noch ein Bäumchen. Ja. So, der ist tot. So, ich flüchte mal lieber, nicht, dass er mich wieder vergiftet. Ah, hallo. Schön, dass ihr aus der Erde kommt.
Und platt gemacht. So wie er sich halt gehört. So, nochmal. So, haben wir jetzt gar nichts geholfen. Was ich hier das Ding losgemacht habe, ist wohl eher was für Fernkämpfer. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Oh, schön. So, zwei betäubt. Alter. Was geht denn hier ab? So, immer schön auf. Mal kurz den Heiltrank geschlürft. So. Oh, perfekt. 11, 10. Meine Sichel ist immer irgendwie noch besser. So auch immer. Aber hilft das ja nicht. Oh, Fledermäuse. Hallo. Ihr werdet auch nicht unbedingt schwerer. Oh, hallo. So. So, zack. Du auch noch. Komm. Ist bald Ruhe hier. So, 49. Nicht unbedingt gut. Wenn wir schon so ein mächtiges Schild haben. So, Kleinholz produziert. Auch wenn es hier wohl so gut ist, mach weiter. Ich setze mich hier durch. So. 56 Gold. Ach so, hallo. Du gibst Ruhe hier. So, wo wird denn das Schwertchen sein? Wäre vielleicht, wenn wir das rausfinden würden. Gar nichts gebracht. Truhe. Fallgurt. Oh, scheiße. Komm her hier. So, Betäubung wird einiges hier. Oh, er ist auch aufgestiegen auf Level 9. Das ist super. Dann ist er nicht ganz so schwächerlich. Ah. So. Beeilt euch! Es gibt Bestien, die nur darauf warten, getötet zu werden. Ja, ich weiß. Lass mich halt nur mal ins Inventar gucken. Ich habe hier irgendwie schon wieder das ist eine blaue Armbrust. So, du kannst weg. Schon wieder aufräumen hier. Das ist ja herzallerliebst. So, wo wird wohl das Schwertchen sein? Gibt es hier irgendwo Anhaltspunkte? Mal kurz auf die Map gucken. Nö, keine Anhaltspunkte. Muss ich noch ein bisschen rumlaufen wohl hier? Oh, Baum. Mach dich mal zu Kleinholz. Und Feuerholz schnell. Ja. Haben wir schön warm im Winter. Haben wir hier. Oh. 25% mehr Erfahrung. Das ist immer toll. Jetzt klopfen wir uns auch gleich. Leveln wir wohl ein bisschen schneller. So. Ich muss hier aus dem Platz. So, weg hier. Hey! Goldies! Alter! Er
bleib stehen. Ich brauche mehr Zeit. Ja, komm. Lass dich betäuben, Junge. Oh. Ich kann nichts mehr aufheben. Das war jetzt nicht so verkehrt, dass ich den angegriffen habe. Ja. Kriegergürtel. So, super. Bringt gar nichts. Mein Gepäck ist voll. Ja, ja. So. Da hat doch gerade irgendein Wissen wieder aufgeleuchtet. Oh, das ganze Gold nehme ich natürlich wieder mit. Das Mut. Wenn es hier schon so schön rumliegt. Aber mein Buff ist auch gleich weg. Doof. Doof, 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 doof. Hier muss ich nochmal her. So, danke. So, mal gucken, was hier herum so schönes rumläuft. Oh, hat Zeit nicht mehr. Irgendwas Kleines für zwischendurch. Hier läuft Raum. So. Und bisschen Gold noch. Gold können wir ja nie zu viel haben. Alter, hörst du auf? So, so nebenher die anderen zwei auch noch Platz machen. So, mitten durch die Wolke. Na, ich hätte es mir nicht gebraucht, dass ich hier einsammle. So, das kriegen wir ja schon wieder 25% mehr. Ah. Segen. Erleidet weniger Schaden. Aha. So. Bisschen Gold. Oh. Die Felder von Tristram sind ein wunderschöner, fruchtbarer Landstrich mit gemäßigtem Klima. Nachdem Alt-Tristram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keiner der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Ich trage zu viel. Mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Aberglauben beiseite und nahmen wieder Hacke und Pflug auf. Heute versorgen sie